Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, befinde ich mich heute nicht in meinem Studio und sitze vor dem PC und spiele ein Handygame für euch. Nein, heute befinde ich mich in meiner Küche hier in Graz, Leute, denn ich habe euch einmal aus Spaß gefragt, ob ihr nicht mal Lust hättet auf ein Kochen mit Danny. Und ja, das Feedback von euch war riesig, denn es wollten so viele von euch ein Kochen mit Danny. Deswegen gibt es heute das erste Video, wo ich koche. Ja Leute, das wird eine Challenge heute. Ich habe sogar einen eigenen Kameramann hier, damit das Ganze hier etwas leichter wird. Denn Alex, der darf das Ganze dann auch verkosten, was ich da koche. Und ich hoffe, es ist genießbar, Leute. Denn ja, ich bin nicht so der beste Koch. Deswegen habe ich mir für das erste Video etwas ganz Leichtes ausgesucht, was ich in letzter Zeit sehr oft und gerne koche hier. Denn wie ihr wisst, ich studiere ja und da soll das Essen meistens schnell gehen, es soll gesund sein und es soll auch nicht viel kosten. Und dass das alle drei Sachen in ein Gericht vereint wird, ist ziemlich schwierig. Deswegen habe ich mir so ein kleines Gericht hier entwickelt, was ich hier sehr oft koche. Und zwar machen wir heute eine Tomaten-Gurkensoße für Nudeln, die richtig gut ist und man braucht nicht viel dafür, man braucht auch nicht lange dafür und es ist gesund und es ist auch billig, Leute. Ja, deswegen würde ich sagen, ich sage euch gleich mal die Zutaten, was ihr da alles so braucht, um dieses Gericht zu kochen und dann gehen wir natürlich ans Kochen und ja, ihr könnt das natürlich dann gerne nachkochen, mir dann in die Kommentare schreiben, ja, wie ihr das so findet. Und ja, falls ihr euch fragt, was hat der Danny heute für ein T-Shirt an, das Logo kommt mir bekannt vor. Ja Leute, das ist mein Merch, was es seit ein paar Wochen zu kaufen gibt in meinem Merch-Shop. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung. Wenn ihr euch auch sowas holen möchtet, gibt es in schwarz und in weiß. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr euch ein Shirt holt. Aber jetzt geht's zum Kochen. Um das Gericht für eine Person kochen zu können, benötigt ihr folgende Zutaten. Und zwar 2 Tomaten, 1/4 einer Gurke, 2 Knoblauchzehen und eine kleine Zwiebel habe ich hier. Aber Knoblauch und Zwiebeln sind ja meistens nach eigenen Ermessen, denn manche mögen mehr, manche mögen weniger, manche mögen überhaupt keinen. Und ja, deswegen solltet ihr das selber etwas abwägen. Dann natürlich Salz und Pfeffer, etwas Öl und ich nehme auch noch gern Balsamico-Essig dazu, um das Ganze noch etwas zu verfeinern. Und natürlich Leute, Nudeln, denn ihr müsst ja auch das Ganze irgendwie mit was essen. Und zwar tut man sich da ja oft schwer, wie viel Nudeln nehme ich jetzt wirklich, dass es genau passt für eine Person. Und ich habe da einen kleinen Trick. Und zwar nehme ich immer einen Teller, also aus dem, was ich dann später essen werde, und gebe da ungefähr so viele Nudeln rein, ja, wie ich mir da vorstelle, dass ich vertragen kann. Und das passt dann meistens immer, denn die Nudeln gehen etwas noch auf, wenn man sie im Wasser kocht, also es wird noch etwas mehr, aber das ist meistens nicht so viel. Und ja, mehr braucht man nicht und jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich mal weiter zur Zubereitung. So, die Zutaten wisst ihr nun und das erste, was ich immer mache, wenn ich irgendwas mit Nudeln mache, ist, dass ich erstmal einen Topf mit Wasser fülle und den auf den Herd stelle, damit das Ganze mal zu kochen beginnt, denn ich finde, das braucht immer am längsten und da habe ich schon oft alles andere geschnitten und fertig gebraten gehabt und dann war erst das Wasser bereit und die Nudeln dauern ja auch etwas, bis sie dann gekocht sind. Das Wasser ist nun am Herd und jetzt geht's ans Schneiden, Leute. Und gewöhnt euch an, dass ihr immer am Anfang alles schneidet und vorbereitet und dann alles erst in die Pfanne gibt. Denn ich habe so oft schon das Problem gehabt, dass ich voll den Stress bekommen habe, weil ich einfach so was reingegeben habe, dann war er schon so lange drin und dann habe ich mit dem Schneiden einen Stress bekommen. Und das tun wir uns heute nicht an. Wir schneiden mal alles zuerst und dann braten wir es ab. In der Zwischenzeit, also nicht vergessen zum Salzen, sonst schmecken die Nudeln nicht so gut und dann natürlich die Nudeln rein ins Wasser und ja, dann müssen wir warten. Nachdem ich das ganze Gemüse geschnitten habe, stelle ich immer die Pfanne mit dem Öl auf und lasse sie heiß werden. Das geht relativ schnell und dann gebe ich das ganze Gemüse in die Pfanne, aber nicht alles zugleich, sondern ich gebe zuerst die geschnittenen Gurken rein und warte, bis die etwas angebraten sind, denn ich finde immer, die brauchen am längsten und dann kommt der ganze Rest auf einmal dazu weiter. Die Nudeln sind mittlerweile auch fertig geworden und ja, da seien wir jetzt schnell das Wasser ab, damit die nicht dann zu durch werden und ganz matschig werden. Und ja, ich würde sagen, wir lassen wieder einfach stehen und dann braten wir weiter das Gemüse.
euch jetzt fragt, und wann weiß ich, wann das Ganze fertig ist? Nun ja, wenn es so aussieht. Also, Soße ist fertig, die Nudeln sind fertig, jetzt geht's ans Anrichten. Und jetzt kommt natürlich der beste Teil von dem Ganzen, und zwar das Essen, Leute. Und ihr werdet gleich vom Alex hören, wie das Ganze so schmeckt, denn ja, ich weiß nicht, wie das Ganze heute so geworden ist. Aber na gut, ich bedanke mich trotzdem bei dir fürs Zusehen. Falls dir gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen hoch, und falls ihr mehr davon sehen wollt, ja, gebt dem Ganzen noch einen Daumen hoch und schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich besser machen könnte oder ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Ja, Kritik ist natürlich gerne willkommen hier. Ja, wie länger ich das jetzt anschaut, umso mehr Hunger habe ich drauf jetzt, denn wir haben jetzt doch sehr lange gekocht, weil es war schon eine Challenge für uns. Aber egal, Leute, genug geredet. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr es nachkocht, dann schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wie es euch so geschmeckt hat. Ja, wir setzen uns jetzt mal ins Essen, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Und, schmeckt's? Ist ganz okay, ja. Und ja, Leute, der Alex hat natürlich auch einen YouTube-Kanal, den verlinke ich euch in der Beschreibung. Deswegen, ja, schaut mal vorbei, er macht ziemlich cooles Zeug, und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao! Ciao! Oh, ja, das Beste hier... Verdammt! Das ist auch so ein typischer Fehler von mir. Ich vergesse das Wasser, stell es zwar hin, aber schalt es nicht einfach in die Scheiße nochmal. So, jetzt auch hier von dem Kanal dazu. Wollt ihr vorher nicht, oder?